herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei uns geht's heute hoch hinaus, denn wir sind im Bergwerk Berlin. Und da gleich verabredet mit Sören Südow, der ist der Geschäftsführer hier. Hallo. Herzlich willkommen im Bergwerk. Hallo, Sören Südow, grüß dich. Ich muss jetzt mal ablegen. Ja. Wir sind ja im Bergwerk und im Bergwerk haben wir eine Kaue. Kaue ist die Garderobe der Bergleute, die ziehen nämlich ihre Klamotten an die Decke und das haben wir genauso gemacht. Hier habe ich dir schon mal eine rausgesucht, Nummer 36. Aha. Jetzt such dir mal das Schloss 36 los und dann lässt du den Sack bitte runter und dann verstaust du deine ganzen Klamotten da drin. Schloss 36. Genau. Und da war 36. Hier. Jetzt bitte nicht ziehen, sondern ablassen, wenn das Schloss raus ist. So, das ist jetzt wichtig, bitte ja. Dir wird warm hier, wir sind indoor beim Klettern. Bitte deine Tasche rein, mach deinen Schmuck ab, mach deine Hosentaschen leer, Handys raus, Autoschlüssel raus, Tasche rein. So, jetzt geht's also richtig los. Ja, siehst du vor dir, das sind unsere Sicherheitsgurte und das ist unsere Sicherungskarabiner. Das ist natürlich das Wichtigste, wenn man natürlich sich unbeschwert, frei und vor allen Dingen sicher klettern will. Denn Sicherheit hat bei uns die oberste Priorität. Dafür haben wir momentan die modernste Ausrüstung, die es gibt für Kletterparks. Mhm. Und da steigen wir jetzt mal zusammen ein. In die zwei Fußschlaufen, genau, linkes Bein, rechtes Bein. Dann sei mal so nett, zieh das hoch wie eine Hose. So, und dann finden wir hier oben auch, ich helfe ein bisschen, wie zwei Hosenträger. Da gehen wir mit rüber, hier die Arme durch. Aha. Andere Seite das Gleiche. Und dann würde ich jetzt ein bisschen helfen und dann ziehe ich mal fest, ja? Aha. Hat schon mal viel Schönes. Da mache ich mir mal besonderen Spaß. Ja, hier okay. Ja, ist wie eine Windel, muss man wirklich sagen, ja. Hm. Ja, die wirst du aber nachher nicht spüren, weil wenn wir klettern und du letztendlich dein Gewicht, ja, oder so. Aber wenn dein Gewicht letztendlich dann im Gurt hängt, dann ist das wie schwerelos. Nee, aber mal jetzt im Ernst. Es soll ja Kletterparcours geben, wo man dann die Gurte bezahlen muss im Anschluss. Wenn die durchnässt sind. Haben wir ehrlich gesagt noch nicht gehabt. Also dann haben wir auch immer unsere Trainer dabei, die dann letztendlich helfen. Einmal die Haare ein bisschen zurücknehmen. So wichtig ist jetzt hier, weil wir klettern in die Höhe, wir klettern bis zu 25 Meter hoch. Das ist schon ganz schön, vor allem wenn man von oben runter guckt, dann sieht es aus, als ob es doppelt so hoch ist. Und wichtig ist jetzt, dass Schmuck ab ist, dass man also nirgendwo hängen bleibt, dass die Hosentaschen leer sind. Und vorher nicht zum Friseur gehen. Vorher nicht zum Friseur und bitte auch vorher ein bisschen Mut antrinken, danach gerne. Können wir gerne ihr Bier trinken, aber wie gesagt, damit alles Gleichgewicht und so weiter alles stimmt. Das war mal ein Kino früher. Also wenn wir jetzt sehen, wir sind ja ein umgebautes Kino. Ehemals ist das 15 Jahre als Kino betrieben worden, als Multiplex. Und hier ist der größte Kinosaal, hier saßen 400 Leute drin, man kann hier so ein bisschen die Podeste sehen. Hinten war der Projektor, hinter uns in unserem Rücken jetzt, oder da drüben, da vorne, war letztendlich die Leinwand. Und das haben wir umgebaut, wir haben es völlig entkernt. Wir haben dann einmal nach oben zwei kleine Kinos, die drüber gebaut waren, noch zusammengelegt, haben die Decke durchgeschnitten, durchgebrochen, sodass wir jetzt hier 20 Meter Kletterhöhe haben. Und das ist schon eine ganz schöne Nummer, vor allen Dingen, wenn man von oben nach unten guckt, dann sehen die 20 Meter ganz schnell aus wie 40 Meter. Und wie viel Fläche ist das hier? Ach, das ist jetzt gut zu sagen. Also Kletterfläche, ich sag mal, wir haben letztendlich als Parcours hier drin, also jetzt nur indoor in den alten Kinos, 660 Meter Gesamtparcourslänge. Das heißt also, ja, einen guten halben Kilometer, da ist man schon ordentlich beschäftigt mit 74 Übungen. Auf verschiedenen Ebenen, auch mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Also man ist hier schon gut 2 Stunden unterwegs und der vielleicht noch nicht geübt ist, keine Erfahrung hat, der schafft es vielleicht auch nicht in den 2 Stunden. Weil es heißt, Europas größter Hochseilgarten oder Hochseil-Indoor-Park. Ja, mit einer Einschränkung. Wir sind Europas größter Indoor-Kletterpark. Draußen gibt es natürlich, da hat man viel mehr Platz, aber in der Konstellation und vor allen Dingen auch in der Masse und in der Größe sind wir wirklich Europas größtes Konzept. Wie kommt man denn auf die Idee, in einem Kino so einen Indoor-Hochseilgarten einzurichten? Ich sag mal, wir hatten hier die Möglichkeit und gute Voraussetzungen, weil die Kinos, die waren natürlich hier bis in die 5. Etage gebaut. Der Kinobetreiber, der hat sich verkleinert, sodass also 5 Kinos. Das heißt, es waren keine Besucher mehr? Weniger? Ja, es waren weniger. Also letztendlich, 15 Jahre ist das Kino betrieben worden, es hatte 12 Säle. Jetzt betreibt das Kino noch 7, immer noch ein großes Kino. Aber na, ich sag mal, diese Kino-Euphorie der 90er Jahre, die hat man heute nicht mehr.
Und nun gab es dabei eine Idee zu finden, was man reinbaut, und das für einen Indoor-Kletterpark. Wenn man weiß, wie und die Idee hat dann, und daran glaubt, dann ist es natürlich dann schon zu machen, und dafür eignet sich natürlich hervorragend. Und jetzt sehe ich ja auch, ihr habt ja hier so tolle Baumstämme drin. Also hier sind 36 Douglasien aus dem Schwarzwald. Die mussten ein Jahr vorher gefällt werden und mussten die abgelagert werden. Und dann haben wir die tatsächlich reingebracht. Das war ein bisschen knifflig, da steckte viel Gehirnschmalz drin. Weil man muss sehen, wir sind ja hier direkt angebunden einmal an ein laufendes Multiplex-Kino, was natürlich zwischendurch, während wir hier gebaut haben, auch betrieben haben. Wir haben ja gutes halbes Jahr hier ausgebaut. Und dann natürlich sind wir direkt dran, wir sehen es gleich, wenn wir klettern gehen, ein Einkaufszentrum. Und da musste natürlich auch der öffentliche Betrieb und der Geschäftsbetrieb weiterlaufen. Und dann haben wir im laufenden Betrieb 36 Douglasienstämme, ja, mit viel Mannkraft, aber auch mit viel Überlegung und guter Planung letztendlich bis in die fünfte Etage gebracht. Der schwerste ist 3,5 Tonnen schwer und ja, etwas über 20 Meter groß. Also es war nicht ganz so ohne. So, jetzt will ich aber klettern. Okay, wir haben uns unser Sicherungssystem schon angeguckt. Ja. Sei mal so lieb, nimm das mal. Hier hast du die grünen Knöpfe hier hinten, und nimm das mal wie John Wayne, wie eine Pistole, und richte die Pistole mal auf mich. Mhm. Möglichst nicht verdrehen, und dann so. Grüne Knöpfe zu dir, genau andersrum. Genau andersrum, darum machen wir das, ja. Okay. In der rechten Hand auf den grünen Knopf drücken, und dann ziehst du vorne den Abzug, genau hast du gemacht, und hörst das Knacken. Mhm. Und jetzt versuch's mal mit der anderen Seite. Geht nicht. Funktioniert nicht. Wenn es gehen würde, müsste ich den Gurt austauschen, dann wäre er kaputt. Das ist also der Prinzip des Sicherungssystems. Das heißt, wenn wir einen Karabiner geöffnet haben, einen Sicherungskarabiner, geht der andere nicht zu öffnen. Und damit bist du, wenn du einmal im System drin hängst, immer gesichert. So ein bisschen wie ein Defibrillator. Ja, aber man gewöhnt sich dran, weil man klettert damit eigentlich nicht. Ja. Das ist wirklich nur ein Sicherungssystem. Klettern tust du ja dann frei und alleine. Ein offener Karabiner wird hier reingehakt, wird ein bisschen dran gezogen, dann knackt das. Und dann kann man den zweiten aufmachen. Mhm. Wir sichern uns immer doppelt, redundant, sagt der Kletterer dazu, sodass wir immer doppelt gesichert sind. Und selbst wenn ich falle da nicht tief. Mhm. Dann sind wir auf der zweiten Plattform. Und dann ist eigentlich nicht viel weiter zu sagen. Dann gibt es hier ein Element, das sind unsere Seilrutschen. Die sind natürlich besonders spektakulär. Aha. Komm ruhig rauf. Macht wahnsinnig viel Spaß, aber da gibt es dann auch eine Technik dafür. Indem man sich dann nämlich in den Gurt reinsetzt, wenn man sich eingehangen hat, die Füße hochnimmt und dann rutscht man hier durch die Anlage. So, das ist hier nur Trockentraining. Oben ist es etwas spektakulärer, gerade für dich. Aber zeig mal, dass du das auch richtig kannst. Jetzt kommt es auf die B-Note an wahrscheinlich, ja? Also, den jetzt hier ein. Jetzt in den... In die Windel fallen lassen. Auf deine Ausrüstung, darum geht es hier in der Übung. Und die Füße hoch und schon geht's. Ah, super. Und dann hast du hier neben Seil, da kannst du dich dann ranziehen. Hast du oben auch. Wie viele Routen habt ihr denn hier? Kletterrouten? Ja, wir haben insgesamt im Hochseilgarten, also im Indoor-Kletterpark, haben wir 10 Routen. Und dann haben wir letztendlich im Herbst noch eröffnet Europas größten Indoor-Klettersteig. Da gehen wir gleich raus, sehr spektakulär, im Einkaufszentrum. Da geht es bis auf 25 Meter hoch, und da gibt es dann noch 3 Routen, in denen es dann aber weder nicht ums horizontale Klettern geht, was wir machen, sondern da geht es dann wirklich ums vertikale Klettern. Und das ist natürlich wirklich was für den Kopf, und das ist dann richtig hoch, richtig spektakulär. Und unten hat man dann die Einkaufenden dazu und die Leute, die in den Restaurants sitzen, als Publikum. Ich finde es total gut, wenn wir hier miteinander reden, dann wird man nämlich von der Höhe total abgelenkt. Es ist ja so, dass die Leute ja sogar Geld bezahlen, um diese Höhe zu erleben, weil das ist es ja gerade. Wir stehen hier vor Oswald, das ist unser Maskottchen, Oswald Bartel. Wir sind ja hier im Bergwerk, und natürlich haben wir uns natürlich auch Inspiration aus dem Erzgebirge, aus dem richtigen Bergbau geholt. Und da gibt es eine Volkssage, die ist wirklich tatsächlich passiert, um 1500 rum, ist in Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge, das ist so zwischen Oberwiesenthal und Chemnitz, ist ein Zinnbergwerk. Und da ist seinerzeit, ja, 1504 oder 6, weiß ich nicht mehr ganz genau, da ist ein junger Bergmann, Oswald Bartel, tatsächlich verschüttet worden. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu, und dem huldigen wir hier, und darum ist das unsere Ehrerbietung. Die Geschichte ist folgendermaßen, dass Oswald als Lehrling im Bergbau eingefahren ist in den Stollen, hatte sich kurz vorher verlobt, und er ist dann tatsächlich verschüttet worden. Alle aus seiner Gruppe, die unten waren, kamen raus, aber Oswald eben leider nicht. Und man hat gesucht und gesucht, und der Schacht, der ist immer weiter zusammengestürzt. Es gab einen Bruch, wie die Bergleute sagen.
Und dann sind seine Mitkollegen letztendlich nach oben gefahren und haben dann seiner Verlobten, seiner frisch verlobten Anna, dann halt mitteilen müssen, dass also Oswald leider verschüttet ist und dass es keine Chance mehr gibt, ihn zu retten. Und Anna wollte das natürlich frisch verliebt, wollte das nicht glauben und hat auch nicht dran geglaubt und hat gesagt, sie wartet ihr ganzes Leben und wenn es ihr ganzes Leben ist, wartet sie auf, dass ihr Oswald wiederkehrt und hat auch keinen anderen Mann angeguckt. Und die Zeit verging und tatsächlich fast auf den Tag genau 60 Jahre später hat man weiter in dem Bergwerk gegraben, hat dort bei neuen Grabungen einen alten Stollen aufgetan und hat dann Oswald gefunden, unverletzt, natürlich tot, versteinert. Da ist er, wir haben ihn von da hierher geholt. Stimmt nicht ganz, das ist ein Abbild davon. Und man hat ihn dann nach oben getragen, man hat ihn mit einer großen Prozession der Bergleute zu Grabe getragen. Und einen Tag später, so sagt die Anekdote oder die Geschichte, ist auch Anna gestorben, hat nie wieder einen Mann angeguckt. Und das ist die tragische Liebe zwischen Anna und Oswald. Und das fanden wir hier so berührend. Und da wir die Geschichte hatten, ist Oswald unser Maskottchen. Und seitdem, seit 2012, bewacht er nicht in Ehrenfriedersdorf, sondern im Bergwerk Berlin die Kletternen. Romantisch seid ihr also auch noch. Na klar. Eine wahre Geschichte. Wahre Geschichte. Ja, Volksgut, Volkskulturgut des Erzgebirges. Darum auch letztendlich, wir gehen hoffentlich gleich noch ein Bier trinken nach getaner Arbeit und nach getanem Klettern. Zwei mindestens. Ja, mal sehen, so viel halte ich nicht durch. Aber darum heißt unsere kleine Bar, unser Bistro vorne auch Lange Schicht, dem gehuldigt Oswald Bartel und der Langen Schicht zu Ehrenfriedersdorf. So, jetzt geht's rüber ins Einkaufszentrum. Jetzt gehen wir ins Einkaufszentrum. Wir haben einen fließenden Übergang vom Bergwerk unten unter das Glasdach, dass man auch bei Tageslicht klettern kann. Wir haben hier alles im Bergwerk.